Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay Commentary auf meinem Kanal fallingforce.com. Oder ihr könnt mich auch unter der Internetadresse youporn.com/fallingforce. Copyright by Tomahawk Bay. Ja, auf jeden Fall haben wir heute ein weiteres Commentary. Wo ich etwas ganz Spezielles ansprechen möchte. Ich habe letztens gesagt, ich versuche jetzt meine allerersten Opener bzw. eine weitere Folge meiner Pick-up-Tipps oder Pick-up-Girls. Ich habe noch keinen Plan, wie ich die Serie bis jetzt nennen werde. Ja, aber egal. Auf jeden Fall habe ich heute ein paar Opener vorbereitet und ich möchte auch euch dazu anstiften, dass ihr unter genau dieses meines Video schreibt ihr, welche Anmachsprüche verwendet ihr? Welche Anmachsprüche kann man verwenden? Beziehungsweise welche guten Anmachsprüche kennt ihr? Und ich will jetzt nichts hören von: Hey Babe, hast du Lust auf einen Quickie? Weil das zeugt nur davon, dass ihr keine Ahnung habt von dem, was ihr da schreibt. Ja, genau, und auf jeden Fall möchte ich gleich mal... Fuck, ich sollte eventuell nicht so singen, wenn ich da rede. Euch den allerersten Opener präsentieren. Ein ziemlich interessanter Opener. Es geht darum, und zwar kann man zum Beispiel in einer Bar, wenn du mit einem Freund quatscht, kannst du zu einem Mädchen hingehen, das du siehst, bist quasi mit einem Kumpel irgendwo in der Gegend und siehst da drüben ein anderes Mädel stehen und gehst zu ihr hin und sagst zu ihr: Hey, ich brauche mal eine weibliche Meinung. Mein Kumpel und ich haben uns gerade über Aufreißsprüche unterhalten. Was denkst du, was kommt besser an? Ein Typ, der sich von hinten anschleicht und fragt: Hey, bist du süß, darf ich dir einen Drink ausgeben? Oder jemand, den du zufällig kennenlernst, weil er dich nach deiner Meinung auf Aufreißersprüche fragt. Ha, ja, also, das zeugt quasi davon, dass ihr einfach hingehen müsst und irgendwie das Gespräch anfangen müsst, auch wenn es eine sinnlose und banale Sache ist. Ihr könnt auch hingehen zu dem Mädel, Fräulein, Frau, Weib oder was euch sonst noch einfällt. Bitch zum Beispiel, Bitch. Ja, und ich denke, ihr könnt auch das Gespräch beginnen, indem ihr einfach etwas fragt. Wenn ihr zum Beispiel in der Stadt seid und nicht wisst, wo ihr hin müsst, könnt ihr einfach fragen, wo ihr zum Beispiel das Lokal findet oder das Geschäft. Und ja, oder einfach, wenn ihr bei der Ampel steht, das ist zwar der geilste Aufreißerspruch, den ich bis jetzt eigentlich... Den habe ich noch nicht ausprobiert, aber ja, den finde ich eigentlich auch ganz nice. Und zwar gehst du jetzt irgendwo in der Stadt spazieren und läufst eben bei einem Mädchen vorbei und ihr blickt euch so in die Augen. Sie schaut kurz her und du schaust kurz her. Ihr geht aneinander vorbei und du denkst: Scheiße, ich habe nichts gemacht. Okay, und genau ab diesem Zeitpunkt, wo ich dir jetzt diesen Opener sage, kannst du quasi... Ja, diese Situation doch nochmal rückgängig machen, du hast dann eine zweite Chance. Oder du machst es bewusst so. Und zwar gehst du dran vorbei, ihr schaut euch eventuell an und du merkst: Okay, interessante Person. Und was mache ich jetzt? In diesem Moment drehst du dich um, läufst zu ihr hin und sprichst folgenden Satz: Hey, ich habe vorher nicht getraut, mich dich anzusprechen. Scheiße. Okay, ich beginne wieder neu. Und ihr sagt folgendes: Hey, ich habe mich vorher nicht getraut, dich anzusprechen. Und ich denke mir, du bist eine interessante Person. Hast du Lust, mich kennenzulernen? Oder du beginnst einfach nur: Hey, ich habe mich vorher nicht getraut, dich anzusprechen. Aber jetzt bin ich nochmal hergekommen und weil ich dich unbedingt kennenlernen will. Das könnt ihr natürlich einbauen oder umbauen, wie ihr es braucht. Und ja, also, ich würde mal sagen, ihr könnt alles, wirklich alles verwenden. Ihr könntet auch andere Frauen anbaggern, um eine andere Frau, ja, gut zu heißen. Aber jetzt möchte ich euch mal dazu auffordern, schreibt unter dieses Video eure Opener. Wenn ihr mehr sehen wollt, beziehungsweise besser recherchierte, oder nicht besser recherchierte, sondern besser ausgefeilte, wo ich mir wirklich meine Pickup-Sachen zusammenschreibe und euch dann präsentiere. Ich beende dieses Commentary mit einem 41 zu 5. Ich danke meinem lieben Gameplayer-Spieler Father Crow, den ich natürlich öfter als Gameplayer-Spieler verwende. See you, ladies and gentlemen! Bye!